Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir haben eine neue Quest, wende dich an Miss Annie, sehe ich gerade. Wer auch immer Miss Annie ist. Was haben wir hier? Öffne das Wasserventil. Okay, hier muss irgendwo ein Wasserventil sein, ja? Unter mir. Unter mir. Wie komme ich denn unter mir? Ich sehe. Hier durch. So, wir sind jetzt ein richtiger Assassine mit 2,5 Schaden bei einem Schleichangriff. Hätte gerne noch mehr. Hätte richtig so schön 16-fachen. Das wäre schön. Okay, hier war irgendjemand vor kurzem. Giftiges Wasser. Ja gut, Ventil ist geöffnet. Weiter geht's. So, noch ein bisschen was essen. Jetzt habe ich mir Daddy O reingezogen. Jetzt habe ich 3 Intelligenz, 3 Wahrnehmung und minus 2 Charisma. Ja. Was soll's? Jetzt bin ich halt ein bisschen intelligenter. Ich höre hier ganz seltsame Geräusche, so Tausendfüßler-Geräusche. Ich zweifle aber stark, dass hier Tausendfüßler gibt. Oh Mann, hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Ich will wieder laufen können. Jetzt ist es ganz laut. Oh. Zum Glück sind die Level 12. Arme Potsau muss einmal rumlaufen. Oh. Das waren die Geräusche, die ich gehört habe. Ich habe sie vom Weiten gehört. Ja, ich habe gute Ohren. Müsste jetzt hier nicht endlich Wasser drin sein? In dem Wasserpark? Mr. Handy. Miss Annie! Hallo, was machst du hier? Excusez-moi, Sie da! Sind Sie hier, um Freddy zu finden? Sein Vater hat einen Peilsender an Freddy angebracht, den der Junge nicht entfernen konnte. Aber an diesem furchtbaren Tag sendete er nicht mehr. Die Polizisten haben es versucht. Es war ganz einfach, es gab Hinweise. Dann geschah all das hier. Mein Freddy wurde nicht gefunden. Er könnte noch leben, oder? Sie leben ja auch noch. So ein cleverer Junge und jetzt vielleicht ein Mann. So lange warte ich schon auf Mon Petit Chou. Aber Nanny kann ihre Privatsphäre-Protokolle nicht umgehen. Das Betreten des Sicherheitsbüros ist nicht gestattet. Können Sie das vielleicht tun? Ja, warum nicht? Aber später. Gut, dann haben wir hier. Wobei, wir sind ja schon hier, ne? Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir es auch machen. Vielleicht finden wir irgendwo auch eine Werkstatt oder so. Ich weiß vor allem nicht, was wiegt bei mir so viel. Schwere Patronen habe ich nicht. Haben noch Rezepte? Verdünntes Red Axe und Rezept verdünntes Red Away. Kennt ihr noch was anderes, ne? Vault Boy, Vault Girl, Vault Tech Anzug, Wasserfilter. Ultra leichtbraune Lederrüstung, hölzerne Hüttentüren. Oh, ich hab die andere Türen. Oh, wir können die Türen ersetzen bei uns zu Hause. Ich bin jetzt gehypt. Okay. Dann gehen wir mal zu den Sicherheitsanlagen. Zuerst gehen wir hier rein. Einfach nur, weil ich Hoffnung habe, dass ich da irgendwas machen kann. Ich habe gerade ominöse Schrei gehört. Ach, hier waren wir schon mal drin. Ja, weißt du? Warning.
Keep hands and feet inside the vehicle. Ey, weiß ich, bei so einer Wasserbahn. So schnell ist die nicht, dass dir da irgendwas abfallen könnte. Ich meine, ich als Kind habe auch immer meinen Arm ins Wasser gehalten, weil ich es toll fand. Mein Arm ist noch dran. Ach, ich höre so ein Gepiepe. Wir müssen ja eh in die Richtung, wo das Gepiepe herkommt. Der ist bestimmt außerhalb. Ach, das ist... Okay. Das war die Schamlose. Kann ich hier irgendwas machen? Eine Werkbank oder so? Nö, ich kann mich nur noch schwerer machen. Ach komm schon. Ihr seid witzig. So, was haben wir denn hier so Schönes? Dies ist ein privates System und Eigentum von Wavy Village Wasserpark. Zugriff ist nur berechtigten Personal gestattet. Unbefugte Nutzung ist gesetzlich verboten. Betrieb. Was suche ich überhaupt? Greife auf das Sicherheitssystem zu. Alarme, ne? Entführung? Falschgeld? Ja, Falschgeld kann es eigentlich nicht sein. Ach, weißt du was, wir lesen alles durch. Verlängerte Öffnungszeiten. An alle Mitarbeiter betreff verlängerte Öffnungszeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Parks werden wir auch im Oktober öffnen. Das Wetter ist dieses Jahr so mild, dass wir die Gelegenheit nutzen möchten, um vor der Winterpause noch mehr Besucher willkommen zu heißen. Für Oktober sind folgende Öffnungszeiten geplant. Montag bis Freitag 12 bis 16 Uhr. Das ist nicht wirklich lang. Samstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr. Ja gut, das sind wahrscheinlich die einzigen Zeiten, wo es warm ist. Bei schlechtem Wetter werden wir entsprechend kurzfristig schließen, die Verwaltung. Geburtstag im Oktober. Interessiert wohl niemanden. Schichtbeginn. Mitarbeitern ist es nicht länger gestattet, sich mehr als eine Stunde vor ihrem zugewiesenen Schichtbeginn oder mehr als eine Stunde nach Schichtbeginn auf dem Parkgelände aufzuhalten. Diese Regelung ist leider nötig, da einige Mitarbeiter sich vor oder nach der Arbeit im Park aufhielten und die Attraktion nutzten, ohne auch nur den bereits reduzierten Eintrittspreis für Mitarbeiter zu zahlen. Solch eigennütziges Benehmen wird nicht länger toleriert. Gut, das kann ich verstehen. Alle Mitarbeiter, die sich an der Untersuchung der Holobänder beteiligen, sollen sich in den Keller des Personalbereichs begeben, wo die Holobänder der letzten Monate aufbewahrt werden. Melden Sie sich beim Sicherheitsaufseher, um sicherzugehen, dass Ihre Arbeitszeit korrekt aufgezeichnet wird. Vielen Dank für Ihre Hilfe. So das Typische also. Ist jetzt nichts Seltsames dran. Hinweis an alle Mitarbeiter. Im September haben unaufmerksame Mitarbeiter insgesamt 5 Falschgeldscheine angenommen, was zu einem Verlust von insgesamt $47 führte. Das war in der Geschichte des Parks der schwerwiegendste Verlust dieser Art. $47. Unser Sicherheitsteam wird umgehend Lehrgänge für Mitarbeiter durchführen, um ihnen dabei zu helfen, Falschgeld zu identifizieren. Es ist in ihrem Interesse, dieser Angelegenheit höchste Aufmerksamkeit entgegenzubringen, da weitere Verluste ihnen vom Gehalt abgezogen werden. Eindringling. Hinweis an alle Mitarbeiter. In den frühen Morgenstunden am 15. Oktober hat ein Eindringling unsere Umzäunung überwunden und versucht, in einen der Lagerräume im Keller des Personalbereichs einzubrechen. Dabei wurde er von unserem aufmerksamen Wachmann überrascht. Der Übeltäter konnte allerdings seiner gerechten Strafe entkommen. Bei dem Täter scheint es sich nicht um einen der örtlichen Strolche zu handeln, denn er hat bei seiner Flucht kommunistische Propaganda gegen die Kriegsbemühungen fallen lassen. Die Polizei wurde über eine mögliche Verschwörung informiert und steht in Alarmbereitschaft. Sollten Sie hilfreiche Informationen zu dem Vorfall haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der Verwaltung. Das hat aber nichts mit unserer Quest zu tun, hoffentlich, oder? Hinweis an alle Mitarbeiter. Sicher haben alle von dem vermissten Jungen Freddy gehört, der womöglich im Zuge einer Anti-Kriegsaktion aus unserem Park entführt wurde. Die Verwaltung und unsere Sicherheitskräfte arbeiten eng mit der Polizei von Kräften zusammen, um das Kind zu finden. Jeder Mitarbeiter, der zur Untersuchung der Ermittlungen Holobänder auf mögliche Hinweise prüft, bekommt für die damit verbrachte Zeit den Überstundenzuschlag gezahlt. Es war der Wachmann. Das war ein Kinderschänder. Punkt. Aus.
Volobänder untersuchen. 18. Oktober. 12 Stunden lang nichts als Kinder, die am Schwimmbecken spielen. Keine Hinweise, Bob. Habe mir 12 Stunden Filmmaterial von der Slitterrutsche und der Kiddie-Rutsche angeschaut. Habe ein Band gefunden, auf dem scheinbar zu sehen ist, wie der Junge von der Slitterrutsche entführt wird. Schien seinen Entführer zu kennen. Ich habe das Band im Büro vom Sicherheitsoffizier hinterlegt. Da können die Feds oder wer auch immer sich da abholen, Pete. Okay. 8 Stunden und nichts. Habe mir das Material vom Brunnen angeguckt, Bob. 10 Stunden Bänder aus der Toiletten, aus den Toiletten. Unvorstellbar, was manche Leute da treiben, aber keine Spur von den Jungen. Von den Toiletten? 6 Stunden vom Gator-Rachen und 4 von den Picknicktischen oben. Nichts gefunden, Pete. 3 Stunden Essensstände, da hat ein Typ wegen einer Packung einen ziemlichen Aufruhr gemacht. Vielleicht ist es der gleiche wie auf dem Band von der Rutsche. Ich lege es mal beiseite und bringe es am Ende der Schicht ins Büro, Tom. Ach, kommst du freiwillig zu mir? Das finde ich ja schon mal sehr interessant. Oh, Daddy U wirkt nicht mehr. Oh. So. Oh, hey, Daddy. Wo ist deine Nanny? Ich habe eine Überraschung für dich. Aber die anderen Kinder dürfen das nicht sehen. Sonst werden sie noch neidisch. Die Bomben? Hallo Sir, willkommen in Wavy Willards Wasserpark. Wie kann ich Ihnen helfen? Na, hallo, ich habe mich gefragt, wo der Kasten für die Post ist. Der, mit dem man die Sondermarke aufleben kann. Oh, den finden Sie beim Eingang zum Krokolossus Mountain. Gleich da drüben. Okay, hier im Briefkasten war er. Clerksburg, Postfach 12. Kopieren nicht gestattet, Box 012, Porto garantiert. Brief an die Medien. Mail an Quinn Carter, Charleston Herald. Miss, mit diesem Schlüssel können Sie die Schließkassette mit allen Beweisen öffnen, die Sie brauchen. Ich habe Ihnen den Schlüssel geschickt, weil die Wahrheit ans Licht kommen soll. Oder irgendwas. Rubinkrawatten, Mr. Fuzzi. Okay. Da war es offensichtlich nicht. Ich vermute mal, da hinten wird noch ein Mülleimer sein. Aber wir haben vielleicht sogar einen Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, das war ja eher nur eine Nachricht. Ohne Inhalt. Also schon, wird etwas geschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss das nicht weiter erläutern. Nein, ich will hier nicht runterspringen. Hat es etwa nicht geschafft, das Ding in Müll zu werfen, oder was? Weil im Müll war es ja offensichtlich nicht, obwohl er nach dem Müll gefragt hat. Nach dem Postfach. Kids Secure ID. Beschützt ihre Kinder. Hergestellt für Freddy Wood. Status Fehler. Ach, guck mal, die sind gerade neu gespawnt. Ist da ein Skorpion? Ne, das ist ein Jäger. Oh.
Du weißt auch nicht mal, wo ich bin, Junge. Die sind nicht am Leben, ne? Komm, wir gehen mal auf die Rutsche. Von hier aus können sie uns auch nicht erreichen. Ach, guck mal. Ja, die können nichts gegen mich machen hier oben. Weil ihr nicht rutschen könnt. Was ist das denn für eine Rutsche? Alter! Okay. Sind alle wirklich neu gespawnt. Alter, was hier abgeht. Erfahrungsboost! Erfahrungsboost! Auf zu schießen. Als würde er neben mir stehen. Sag mal. Geht's doch? Okay, es dauert auf jeden Fall nicht lange, bis alles neu spawnt. Das haben wir auf jeden Fall heute erfahren. Ah, da ist der Big Boss. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Warte, wie ist das überhaupt möglich? Wir rutschen von hier runter. In den Looping. Alles klar. Was, wenn sie wieder zurückrutschen? Da ist noch mehr. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon aufgehört hat. Aber zumindest den Big Boss möchte ich untersuchen. Der Rest ist mir egal. Okay, wo geht's als nächstes hin? Gehe zur Post. Sammle. Okay, da müssen wir eh hin, ne? So, repariere das Kitzelgrill mit einer Bastelwerkstatt. Jetzt habe ich ihn nach Hause. Wo ist die nächste Bastelwerkstatt? Zeigt er mir höchstwahrscheinlich nicht an. Schade. Irgendwer schießt hier noch fröhlich vor sich hin. Wir werden vielleicht noch eine finden und wenn nicht, dann noch nicht. Ist optional. Also. Ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt hier eine Bastelwerkstatt suchen muss. Schränke. Mr. Fussi mit Krawatte. Smaragdgrüner Krawatte. Brauchten sie was? Ach, da sind sie ja, die letzten Überlebenden. Na gut, hauen wir ab. Komm ich hier raus? Ja. Ich muss sagen, diese Location mag ich. Sie ist hell. Man sieht alles. Man kann nicht überrascht werden. Zumindest nicht von großen Tieren. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass ich aus diesen Bereichen fernbleiben sollte. Au. Ich bin ja halb tot. Latschen wir einfach hier durch. Der ist Nelly Gaster. Das habe ich schon gesehen. Ach, du bist es. Okay, den Nelly Gaster will ich jetzt töten. So. Kleidung. Ach, ich habe die Kleidung noch gar nicht angezogen. Habe ich noch nicht gesehen. Oh mein Gott! Die Rache ist mein. Vielleicht sollte ich mich anziehen. Erstmal loote ich die Leiche.
Schwarzpulverpistole. Snellegesterleder, Rohasbest, Säure, leuchtendes Fleisch und Rohr nehme ich alles mit. Oh! Sag mal, leben die hier? Habe ich mich jetzt schon angezogen? Nein. Scheiße. Wieso ist da noch einer? Ja, das wäre so ein legendäres Viech. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Noch kann ich mir richtig Schaden zufügen. Okay, hier laufen die Snelligäste amok. Ich muss aufpassen. Definitiv. Kein Wunder, dass ich nichts mehr tragen konnte. Ich kann immer noch nichts tragen. Na gut, den Rest muss ich irgendwie erstmal reparieren. Gibt's hier irgendwas, womit ich mich ein bisschen leichter machen könnte? Aber ich muss sagen, mit der Waffe bin ich richtig stark. Das freut mich. Gegen die Snelligäste hatte ich sonst gar keine Chance gehabt. Was machen hier die ganzen Augenbots? Vor allem sind die auch alle Level 1. Kartengift. Haarklammerbox. Zwei Haarklammern. Oh, immerhin. Wer soll's nix? Ansonsten gibt's hier nichts viel. Ah, ein Wecker. Aber kein Kleber für uns. Schade. So, hoffen wir mal, dass hier nicht weitere Snelligäste rumlaufen. Was zum... Es ist der totale Bullshit mit den Dingern, ne? Eine Werkbank. Oh, ich bin so glücklich. So, du gehst weg. Du gehst weg. Kompensator. Kampfflinte, Kampfflinte, Schwarzpulverpistole, Jagdgewehr, Kampfgewehr. Die Pumpgun ist ja 25, naja gut, die auch. Automatik. So, die Teile sind einfach nur kaputt, ne? Wie soll ich den eigentlich an? Was ist jetzt eine Waffenwerkbank oder eine Rüstungswerkbank? Okay. So, mit Taschen. Kann ich reparieren. Ich habe immer noch keinen Kleber gefunden. Na dann halt nicht. Habe ich jetzt Kleber? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein. Habe ich da noch keine Taschen drauf? Doch. Holy shit. Oh, ich habe die an der Seite gesehen und habe mich erschrocken, wie... Wie da plötzlich einfach an der Seite angerast kam. Und die Erfahrung nehme ich mit. So, Planke. Oh, super. Hat keiner von euch Kleber dabei? Oh gut, aber zumindest haben die jetzt alle immer Laser-Scharfschützengewehre dabei. Das ist zumindest etwas. Gleich mal auseinanderbauen, das Ding.
Justierter kurzer Lauf. Okay, jetzt müssen wir da noch irgendwie rüberkommen. Das giftige Zeug wird höchstwahrscheinlich ziemlich ätzend. Das hier scheint der kürzeste Weg zu sein. Okay, geschafft. Keine Gegner hier? Finde ich gut. Er hat mich schon gesehen, oder? Ich verstehe die Typen nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. Der taucht aber auch überall auf, ne? Ich fürchte, man muss ihn echt jagen. Also so richtig, dass man hier jetzt die ganze Ebene absucht und dann ihn nochmal findet. Warte. Was heißt die Ebene? Die ganze Welt höchstwahrscheinlich. Kann ja überall sein. Muss man wahrscheinlich irgendwie in der Riesengruppe ausrücken. Dann spricht man sich ab, wo man sich trifft, und dann schießt man alle gemeinsam auf ihn rauf. Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie man die tötet. Ich könnte es zu googeln, aber ich mach mal nicht. Das wäre mir dann doch zu blöd. Es tut gut, sie fertig zu machen. Und sobald unsere Rüstung, Power-Rüstung fertig ist, müssen wir einfach nur rausgehen. So, wo genau sind wir jetzt? Was ist das da für eine Quest, die uns angezeigt wird? Geh zur Post. Sprich mit dem Aufseher der Schießanlage. Und sammle Bierflaschen. Na gut. Sammeln wir Bierflaschen. Wir dürfen von den schnellen Gästen nur nicht überrascht werden. Dann sind die, denke ich mal, kein Problem. Schützenverein von Clarksburg. Justierter verlängerter Lauf. Okay. Ja, ich muss hier furchtbar aufpassen. Oh, der Aufseher. Gut, Freunde, das ist Zukunftsmusik. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Frisch und munter hier in der Wüste von Appalachia. Interessant. Das sind die Dinger, die wir gefunden haben. Ah, das zeigt die Standorte von irgendwas an. Okay, haut rein, ciao.